Welcome, Gaming Nation, to another episode of Assassin's Creed Syndicate with me, your host, Don. Welcome back for another Assassin's Creed Syndicate walkthrough. Here with Jacob, we are still in Sequence 6, but this one will be the last episode. And Mr. Freddy Eberlein is already waiting for us. And yes, this is a specific Jacob mission. Und? Was gibt es? Das wird Ihnen nicht gefallen. Ach, wissen Sie, die Eberlein-Familie ist bekannt für ihre robuste Konstitution. Two-Penny raubt die Bank of England aus. Der Gouverneur der Bank. Ich glaube, ich muss mich hinsetzen. Dafür ist keine Zeit. Der Bastard ist sicher schon längst im Tresorraum. Wie immer Sie da reinkommen, ich will es nicht wissen. Natürlich. Aber wissen Sie denn auch, wie man da reinkommt? Sinn und Zweck der Bank ist der Schutz von Englands Goldreserven. Eine Festung hinter Schloss und Riegel. Es gibt diesen Bankdirektor, Mr. Osborne. Nur er hat freien Zutritt zum Tresorraum. Sie finden ihn nahe des Eingangs. Und, oh ja, ein Mann hat ständig die Tresortür im Auge. Er bewacht sie wie ein Luchs. Wenn er sie sieht, wird er sie verschließen. Der Wachhauptmann, Gus Howard, kennt Two-Penny gut. Er steckt mit drin, ganz sicher. Mr. Fry, bitte, seien Sie diskret. Wir kriegen Two-Penny nur, wenn Sie ihn in Flagranti erwischen. Ziehen Sie keine Show ab, keine Extratouren. Das ist die Bank von England. Sollten Sie auf Probleme stoßen, finden Sie mich im Atrium. In Verkleidung. Okay, so Mr. Eberlein ist gut. Penny wird den Tresor nicht verlassen. Okay, so there are three objectives. We are trying to see which one. Maybe we do all three of them. I don't know now. However, Mr. Eberlein will be waiting. Disguised in the Bank of England. And the main side objective is find the passage entrance. This is the Vault Keeper, and we need to kill him. Okay, so
Okay, so this is another dude. So this guy here we need to kidnap. So what we will do is we will kidnap this guy. Wo ist Twopenny? Bitte, ich habe Familie. Er ist im Tresorraum und betrachtet seine unbezahlbaren Gemälde. Okay, since we have now the information we need. Besser an.
Warum kann Tupene nicht handeln? So here the same. Okay, so we will need the bank director later. But first, so we need to find the secret entrance. Not sure what this guy is doing. Okay.
So basically here. So here is basically the secret passage. However, we are trying the other way around just to have a bit more fun. So he will be our guide. Okay, customer service is important, so let's wait. Vielen Dank für Ihre Geduld, werter Herr. Schönen Tag noch. Ich lasse den Governor wissen, wie hilfreich Sie waren, wenn ich ihn sehe. Ah, bitte, Sir, tun Sie mir nichts. Ich füge mich. Was wollen Sie denn von mir? Mir schwebt eine Privatführung durch den Tresor vor. Wenn ich den in die Finger kriege. Du bist tot! Hörst du? Lassen Sie das, Freundchen, oder es gibt Ärger. Schick. Sehr passend für Twopennys Gruft. Bitte hier entlang. Hier werden die Akten gelagert, Sir. Okay, nice and easy.
habt ihr mehr als genug Zeit, das zu zählen. Wie versprochen. Und in ein paar Monaten füllt der nächste Raub unsere Taschen wieder auf. Schneller, ihr kriegt euren Anteil wie versprochen. Wir sind reich. Verdammter Tollpatsch! Beeilung! Alles stapeln und raus damit! Wir werden das später zählen. Wir sollten doch bald fertig sein. Ich sehe mal nach, was das gerade war. Schneller, ihr kriegt euren Anteil wie versprochen. There's one more guy over here. Ich sehe nach, woher dieses Geräusch kam. Einen Moment. Schneller, ihr kriegt euren Anteil wie versprochen. Wir sind reich. Oh! Schneller! Verdammter Tollpatsch! Wir werden das später zählen. Wir sollten doch bald fertig sein. Schneller, ihr kriegt euren Anteil wie versprochen. Verdammter Tollpatsch! Das kommt nicht wieder vor. Wenn ihr überlebt, habt ihr mehr als genug Zeit, das zu zählen. Wir sollten doch bald fertig sein. Thank you.
kriegt euren Anteil wie versprochen. Verdammter Tollpatsch! Sorry, Sir. Das kommt nicht wieder vor. Schneller! Wir sollten doch bald fertig sein. Alles stapeln und raus damit. Okay. That is actually how it's supposed to be. Okay, Mr. Two Penny. Sie werden der Bevölkerung von London keinen Schilling mehr stehlen. Diese Tiere verprassen ihr Erspartes. Wir sind die Experten für Investitionen. Nichts würde erbaut oder verbessert werden, nichts sich aus dem Schlamm erheben, wenn wir nicht die Zukunft formen. Nein, sie erschaffen würden. Sie profitieren mehr, als sie verlieren. Es ist deren Stadt, nicht ihre. Ohne unsere Investitionen gäbe es gar keine Stadt. Hier, für den Fährmann. Let's see what you have for me. Jacob, let's move. Haltet Ausschau nach dem Rock, Jungen! Thank you.
Okay, so there's only one left. Should be now a piece of cake. Endlich bist du tot. Verhaftet sie alle! Wegen Diebstahls am Volk von England! Die Bank of England ist geschlossen. Und zwar bis auf Weiteres. Okay, that was a fun one. Unfortunately, it took quite some time, but that's fine. Unsere Währung ist eine Lachnummer. Die Inflation außer Kontrolle. Two Penny, brutal ermordet. Und das Parlament unternimmt nichts. Das Gesetz wird abgelehnt werden, Sir. Die Witzfigur Disraeli ist so gut wie erledigt. Es ist alles arrangiert, bei meiner Ehre. Ihre Ehre hat wenig Gewicht. Was erlauben Sie sich? Die Armen in dieser Stadt litten lange genug. Ich bewilligte heute eine beträchtliche Lohnerhöhung, um der Inflation zu begegnen. Was? Ich würde ganz London versorgen, wenn ich könnte. Während Sie in Ihrem Club sitzen und Versprechen machen, die Ihre feine Ehre nicht bezahlen kann. Das Vermögen Ihrer Familie. Ich frage mich, was Sie bieten würden, um Ihren Namen aus der Zeitung zu halten. Etwa dasselbe, was Disraeli bieten würde? Für Ihren Kopf, schätze ich. Doch seien wir großzügig. Warum sollten wir uns auf eine Sache beschränken? Wenn wir alles haben können. Was sagen Sie, Sir? Soll ich kassieren kommen? Genug Zeit verschwendet! In den Hallen des Parlaments muss regiert werden können. Klar? Verstanden? Sie finden selbst hinaus. Ein Brief. Für mich?